ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva Gaming. Heute sind wir dabei. Hello! Willst du sagen, was wir heute machen? Heute schauen wir nochmal, was sich in Adopt Me alles so verändern wird. Denn wir haben ja gesehen, dass Adopt Me eine Umfrage gestartet hat, schon vor geraumer Zeit. Es gab neue Eier zum Aussuchen und es gab zwei Eier, die top gerankt waren. Wir blenden euch die Umfrage jetzt mal hier ein. Das eine war das Ocean Egg. Das andere war das Mythical Egg. Jetzt muss ich mal kurz spicken. Das Ocean Egg ist mit 52% gewählt worden und das Mythical Egg mit 37%. Über das Ocean Egg haben wir schon ganz viel gesprochen. Ava hätte aber lieber das Mythical Egg. Und ich denke, es wird eins von den zweien. Und wenn erst das Ocean Egg kommt, kommt auf jeden Fall danach das Mythical Egg. Und wir haben jetzt einen Weg gefunden, wie wir euch schon mal zeigen können, welche Tiere da drinnen sind oder sein können. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Das Mythical Egg kostet auch 750 Bucks. Wie jedes. Okay, gut. Oh, das sieht interessant aus mit den Flügeln und so mit den Farben. Okay. Ziemlich cool. Okay, ein Pegasus und ein Common. Also das Pegasus sieht richtig cool aus. Total süß. Ich sehe, die Flügel sind von der Snow Owl und das ist ein Pferd. Das ist ein bisschen zusammengebastelt, aber total süß. Ja, ich hätte das eigentlich ein Ultra Rare gemacht. Also das Pegasus finde ich sehr schön. Es dürfte noch ein bisschen kräftiger in der Farbe sein, ne? Ja. Unicorn Mermaid Legendary, das hätte ich jetzt ein Rare gemacht. Und man kann auch sehen, man hat einfach selber das Einhorn so gemischt. Ja, also die wurden jetzt nicht am besten gemacht, aber immer noch. Aber süß. Ja. Oh. Wir verlinken euch übrigens den Kanal, bei dem wir das gesehen haben, unten in der Infobox. Lasst doch denen und uns einen dicken Daumen nach oben da, wenn euch die Videos gefallen. Jetzt gucken wir mal, wen gibt es denn noch in dem Mythical Egg? Okay, ein Hydra und Common. Wir wissen alle, das wäre eigentlich ein Legendary. Und man kann sehen, das ist ein Körper von Bat Dragon. Es sind einfach nur die Köpfe von einem Dragon. Nur ich finde das halt irgendwie so komisch, auch wenn man das anguckt. Mir gefällt das. Ich finde das super cool. Ich glaube, das wäre eins dieser Tiere, das so beliebt wird. Besonders, wenn es nicht für immer im Spiel bleiben würde. Finde ich total krass. Also ein Hydra prinzipiell wäre die Idee super cool, aber irgendwie sieht es komisch aus. Mir gefällt es. Jetzt stellt euch mal vor, das würde noch Feuer spucken. Wer kommt als nächstes? Oh, der Chinese Dragon. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ja, der passt so ein bisschen zum Luna-Update. Der war aber nicht im Luna-Update. Mhm. Und der sieht etwas aus wie der Frost Fury. Ja, und seine Mutter einfach so, aha! Der sieht sehr fröhlich aus. Und viele weiße, saubere Zähne. Das gefällt mir. Ja, ein Ultra-Rare. Ein Ultra-Rare. Ja. Ich hätte eigentlich ein Legendary gemacht. Jeden Drachen hätte ich einfach ein Legendary gemacht. Ava mag Drachen scheinbar. Oh, ein Jackalope. Guck, diese kleinen Jackalopen. Oh, wie süß. Oh mein Gott, das hätte ich... Okay, Carmen passt, aber guck mal, der ist wieder links. Total goldig. Gefällt mir so. Hm. Och, wie schön. Kommentiert mal unten, welches Pet euch am besten gefallen hätte. Aber wir sind noch nicht fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wer kommt als nächstes? Och, wie goldig. Okay, ein Phoenix oder Phönix, könnte man auch sagen. Der sieht... Doch, der gefällt komisch mir. Aus. Irgendwie gefällt... Ich dachte, du wolltest unbedingt ein mystisches Ei. Ja. Und jetzt gefällt dir nichts, was drinnen ist. Ja, wie gefällt der Jackal? Weiß nur, irgendwie wie es aussieht. Ne, ne, nicht für mich. Aber mir ich mag die Idee alle. Von Phoenix. Ich finde den voll schön. Ich finde ihn okay. Und Basilisk, das ist im Prinzip eine Schlange. Ja, was die jetzt in dem mystischen Ei macht, weiß ich auch nicht. Das ist eine Schlange. Vielleicht ist das so eine indische Schlange, die, wenn man die so, weißt du, wenn man die so beschwört mit so einer Flöte. Also wie sollte man das wissen? Vielleicht gäbe es dann, wenn es das mystische Ei gibt, auch eine Flöte. Oh. Und man muss das Ei besingen. Dann kann man nicht Hatch Now drücken, sondern man muss Flöte Now. Also, aber die Flöte, play the flute now. Aber die Flöte würde Robux kosten. Ja. Da wäre es cool. Da wäre keine Hatch Now Option. Wenn man auf Hatch Now drücken würde, würde man da gegessen, so bei Flöte würde man okay drücken und dann würde man sofort spielen, so. Das wäre cool, oder? Wenn man mit einer Flöte die Tiere da rausholen müsste. Ja. Dann würde nämlich die Basilisk auch passen. Mhm.
kommt dann noch ein Tier? Ich bin schwer gespannt. Oh, die Fairy ist so süß. Die ist süß. Ist die Fairy nicht goldig? Und dass es so lila ist, ist auch noch so schön. Ich hätte schon gedacht, gerade bei lila, Evas Lieblingsfarbe, dass die dir gut gefällt. Und eine Fairy muss legendary sein. Mhm. Und ich finde es das gut, dass sie nicht so hyper girly ist, sondern... Ja, sondern einfach nur so ganz einfach Fairy. So einfach. Total süß. Jetzt haben wir im Prinzip schon mal die ganzen Mythical Eggs aufgemacht. Wir haben aber noch nicht... Alles. Alles. Nein, wir haben noch nicht die Gumball-Maschine gesehen. Das heißt, das bleibt eine Überraschung. Wir wissen noch nicht, wie die aussehen könnte. Ach hier, guck doch gerade mal auf Google, ob wir da ein Konzept für finden. Wir haben jetzt nochmal auf Google gesucht und haben hier gesehen, wie so ein Mythical Egg in der Gumball-Maschine aussehen könnte. Und das finde ich irgendwie super cool. Ist auch wieder der Drachen mit den drei Köpfen. Gefällt mir, finde ich super cool. Und weil wir gerade beim mystischen Thema sind, jetzt schauen wir nochmal, welches mystische Einhorn Ava oder ich wären. Das Video ist jetzt übrigens auch von Avocado Place und dieses Quiz. Und wir gucken jetzt mal, welches Adopt-Me-Pet wir sind. Welches mystische... Welches Einhorn, Entschuldigung. Und wollen wir mal loslegen? Ja, wir brauchen auch kein Blatt Papier. Genau, ich habe hier schon Stift und Papier und wir gucken jetzt mal. Du willst alles aufschreiben? Ich schreibe alles auf. 7 Fragen, 4 verschiedene Pets, ready, start. Okay, wir haben nur so 3-4 Sekunden. Ja, mega, wir brauchen aber mehr. Haus hast du? A, B, C oder D? Also, B sieht süß aus. Aha. So richtig süß. Und mein Auge fällt auf B. Du willst B? Ich nehme B. Ich bin zwischen A und C hin und her gerissen und ich nehme C, weil es ein bisschen moderner ist. Für mich ist B so eine von den Sachen, da sind ganz viele Leute in einem Zimmer und da kannst du nur eine Person anschlagen. Sogar wenn du die anderen versuchst anzustarren, nein, dein Auge ist auf diese Person geglüht. Mach doch mal das Quiz jetzt auch mit, während wir das machen und schreibt uns dann in die Kommentare, welches Tier ihr gewesen wärt. Choose a pet. Oh, alles süß. Ich weiß schon, welches ich nehme. Ich nehme den Wolf. Du nimmst den Wolf? Ja, schau dir den Wolf an. Der sieht so mystisch aus und cool. So, I'm tough. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin hin und her gerissen zwischen C und B, aber ich nehme definitiv B, weil ich finde das Hundchen so süß. Und ja, und, aber die Eule sieht so... Ja, die sieht aus, als hätte jemand erschrocken. So. Aber im Prinzip gilt auch nicht. So, I choose a pet. Stimmt. Pet. Und das sind Pets. Was kommt als nächstes? Choose a color. Ich nehme... Was nimmst du? Aha! Wir haben das C vergessen. Gelb ist bestimmt C. Ja. Ich nehme B tatsächlich. Ich nehme A. Du nimmst A. Okay. Pick a car. Okay. Wow. B ist mir zu pink. Mir auch. Ich nehme D. Du nimmst D. D sieht schön und klasse aus. Ich nehme auch D, weil C ist mir zu gelb und... A ist einfach A. Ja. Oh, pick an aesthetic. Ich weiß schon, welches ich nehme. Welches nimmst du? Ich nehme C. Du nimmst C, wow. Oder auch B, nein, ich nehme B. Du nimmst B, ich nehme A. Pick some shoes. Oh, ich mag eigentlich gar keine. C, was ist bitte schön C? Was ist das? Das ist ein goldener Schuh mit einer LED-Leiste. Warum dann blau? Weil die LEDs blau sind. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da muss ich... Ich nehme B, weil B das einzige Gute ist. Und ich frage mich bei B, weil so pink ist. Pick a bedroom. Oh, das wird jetzt schwierig. Ich denke A. Also C gefällt mir gar nicht und D auch nicht, finde ich. Oder ich nehme B. Ja, C und D sind einfach so... C sieht so gold aus. Du kannst bei mir B reinschreiben. Und D sieht so dunkel aus. Ich nehme... Auch B. Ah, jetzt müssen wir mal gucken, was wir am meisten haben. Also ich bin hauptsächlich B und du bist auch hauptsächlich B. Okay, gut. Wenn ihr hauptsächlich A hättet, wärt ihr ein Uni-Mermaid. Aber wir wissen, dass es... Oh, mostly. Ich habe falsch gelesen. Also, wenn ihr hauptsächlich A seid, dann seid ihr ein Tier, das es im Mythical Egg eventuell gibt. Finde ich voll cool. Ja. Ihr seid eine super liebe Person und ihr habt eine ganz offene Persönlichkeit. Ihr seid richtig bubbly. Eure Freunde schauen zu euch auf und ihr seid immer für jeden da. Och, wie schön. Jetzt wünschte ich mir, ich hätte mir A genommen. Okay, was ist die Nummer B? Oh ja, wir sind ja nicht A. Wir sind B. Okay, wir sind jetzt beide ein Einhorn. Obwohl wir selten dieselben Sachen genommen haben. Sehr witzig. Ihr seid eine
intelligente Persönlichkeit. Euer Leben ist wie eine Party. Das ist wahr. Wir lieben ganz kräftige Farben. Das ist auch wahr. Und jeder mag unsere Persönlichkeit. Ich denke, das ist auch wahr. Das ist auch nicht schlecht. Okay, also meistens C, Golden Unicorn. Du bist eine sehr classy Person. Also man zieht sich immer sehr gut an. Das ist 100% dann du. Ich weiß nicht, warum du auch. No, don't get me wrong. B passt dir immer noch, aber C auch. Ach, das ist süß. Dein Stil ist immer perfekt. Du bist die Kluge und die Vernünftige aus der Gruppe. The Evil Unicorn. Wow. You are such a mysterious person. Du bist so eine mysteriöse Person. Du bist gerne bei denen, die du gerne hast. And you have your own style. Und du hast deinen eigenen Stil. Ich weiß nicht, warum ich so nicht. Du liebst deine Hobbys und du hast immer was zu futtern dabei. Das ist auch. Oh, a big mix. Oh. Big mix? Nee, wir sind hauptsächlich. Ich denke, ich bin eigentlich schon big mix. You are a chill and very relaxed person. Du bist chill und echt relaxed. Dir ist es egal, was gerade passiert. Du gehst einfach nur mit dem Flow. And that's why people like you so much. Und deswegen mögen dich Leute. Ach, ich wäre alles. Also da gab es nichts Schlechtes. Schreibt uns definitiv in die Kommentare, welche Persönlichkeit ihr wart. Und wir machen jetzt aus Avas Roblox-Gruppe noch die Shoutouts. Und schaut mal, Leute, ich habe schon 17.000 Leute mit dem Video. Ja. Unsere Community wächst und wächst. Yellow Cutie unterstrich Girl 123. Hallihallo. Schaut euch an. G-A-A-A-A-A-A, viele A's. Hallihallo, muah! Auf jeden Fall ein super cooler Name. Lasst uns einen dicken Daumen nach oben da und wir sehen euch dann beim nächsten Mal, muah! Ciao!